Schönen guten Morgen, was Raiders TV, schön, dass du reinschaltest. Ich bin Simon und wir sind hier bei Destiny. Ich habe noch schnell von meinem Urlaub ein Video zusammengeschnitten und zwar möchte ich euch gerne zeigen, wie man Waffen schmiedet. Also genauer gesagt geht es um die verlorenen Prophezeiungen. Ich habe jetzt Vers 3 ausgewählt. Ich zeige euch nun mal, was ihr benötigt, um diesen abzuschließen und die Waffe zu schmieden. Wenn ihr auf Dreieck drückt, seht ihr genau, was ihr braucht. Also zum einen brauchen wir die konzentrierte Radiolaria-Kultur und den fortgeschrittenen Paradoxon-Verstärker, davon sogar zwei. Das heißt, konzentrierte Radiolaria-Kultur, die gibt es in öffentlichen Events und aus Truhen. Und den fortgeschrittenen Paradoxon-Verstärker erhält man, wenn man Schmelzziegel, heroische Abenteuer oder Strikes absolviert, davon genug gesammelt hat und die dann einmal umwandelt. Hier seht ihr gerade, wie man die jeweils droppt. So, abgeschlossen. Ich kann jetzt meine Kultur abholen, meine konzentrierte. Und da dann keine Angst, einfach einmal benutzen und dann ist sie auch aktiv. Okay, tun wir mal aktivieren. Na, jetzt brauchen wir noch zwei fortgeschrittene Paradoxon-Verstärker. Ich wünschte, es hätte einen anderen Weg gegeben, aber wir haben es geschafft. Geschafft! Tynok wird keine gruseligen neuen Waffen für die Rotlegion mehr machen. Jawohl, hier hatte ich sogar Glück und habe gleich zwei gedroppt. Ich habe ja auch die ganze Zeit mit der Waffe aus Vers 1, mit dem Gartenabkömmling 1, gespielt, wie ihr sehen konntet. Pam, pam, pam. Geile Waffe. Das ist der Nageler. Die nagelt so. So, also ich wollte jetzt mal noch ganz kurz dazwischen werfen. Also letztendlich macht man eigentlich in jedem Vers dasselbe. Man muss gucken, was man sammeln muss. Dann muss man das natürlich sammeln, muss es umwandeln, muss es einbauen, muss dann nochmal schmieden und dann hat man seine Waffe. Relativ easy für echt geilen Loot. Deswegen absolut mein Tipp, macht das. Wenn ihr gerade nicht wisst, wie ihr sowieso weiterlevelt, ist das eine super Möglichkeit, wenn ihr schon alle Meilensteine abgeschlossen habt.
Wer sich fragt, wie man die Quest erhält, ihr müsst dazu alle neuen Story-Missionen abschließen. Dann gibt's, wie ihr gleich bei Bruder Vance sehen könnt, über den Prophezeiungsgaben die Abenteuer. Schließt diese ab. Und nach dem ersten heroischen Abschluss erhaltet ihr dann auch hier den Osiris-Vers. Okay, jetzt hatte ich genug gesammelt. Konnte mir also meinen fortgeschrittenen Paradoxon-Verstärker abholen. Ja, zwei Stück habe ich. Zwei Stück brauche ich. Und das ist nice. Okay, wollen wir die mal einbauen? Ja, wir gehen hier auf Nummer Safe, gucken, ob er wirklich eingebaut hat. Tada! Und da ist unser Vers Nummer 3. Der verlorenen Prophezeiung. Ich habe viele Prüfungen durchstanden. Das Warten auf Osiris Rückkehr ist eine weitere. Brauchst du etwas? Wenn man im Menü dann nochmal auf den Würfel drauf geht, sieht man auch, was man als nächstes tun muss. Bringe den Würfel einen Leuchtturm zur Schmiede. Das werden wir jetzt auch tun. Ja, Waffe schmieden. Sehr geil. Uwe, Königin, König. 3. Sehr nice. Handfeuerwaffe. Ich hatte leider mein Inventar voll, musste also nochmal einen Turm fliegen. Ja, also auch wenn man die Waffe nicht schön findet, der Wert, auf dem sie droppt, der ist sehr hoch. Deswegen ist es doch, denke ich, sehr interessant für alle Destiny-Spieler. Ich bin auch gleich ein Level gestiegen. Wenn man einen Vers abgeschlossen hat, kann man auch direkt im Leuchtturm den nächsten Vers dann schon auswählen. Das hatte ich nicht gemacht, deswegen muss ich jetzt auch nochmal zurück. Da seht ihr die Waffe, ich habe sie gerade in der Hand. Diesmal habe ich für Vers 4 mich entschieden. Es gibt zwei Arten von Leuten auf der Welt. Die, die Osiris folgen und die. Nun werden drei konzentrierte Kulturen benötigt. Das heißt, wir müssen wieder öffentliche Events absolvieren und oder auch Truhen. Allerdings bei Truhen hatte ich nicht wirklich das Glück. Also ich glaube, insgesamt bei 30 Kisten waren vielleicht 4 dabei. Wiederum habe ich sehr viel Loot bekommen. Man braucht ja immer Glimmer und etc. Deswegen sammelt die Kisten. Mein Tipp auch, es gibt viele Geister, die zeigen einen auf bestimmten Planeten Truhen und Kisten an. Macht den rein, der ist auf jeden Fall sehr gut. Das heißt, wenn ihr auf Events kurz wartet, könnt ihr einfach die Gegenden kurz abfahren und gucken, ob da irgendwo Kisten sind und vielleicht ist da eins drin. Wiederum hatte ich auch das Gefühl, jedes Mal, wenn ich eins aus der Kiste bekommen habe, habe ich dann beim Event keins bekommen. Also, ja. So, da ich jetzt genug gesammelt hatte, konnte ich mir meine Radiolara-Kultur abholen. Ich hatte sogar das Glück, dass ich irgendwann direkt eine konzentrierte Radiolara-Kultur gedroppt habe. Das kann auch passieren. Also ich dachte, ich muss 30 Events absolvieren, damit ich jedes Mal ein so ein Ding droppe. Aber nee, ich habe manchmal droppt man zwei, manchmal gar nichts, manchmal kriegt man auch direkt eine fortgeschrittene Kultur. So, wir haben alles absolviert. Aktiviert. Und halten jetzt den Würfel für Vers 4.
Ja, wie ihr seht, es war da gerade ein bisschen Betrieb bei der Schmiede. Ich musste erstmal warten. Wollte ich nochmal auf sicher gehen. Dann habe ich den Typ da stehen sehen. Warum steht er da? Wo kommst du plötzlich her? So, Waffe schmieden. Schmieden, schmieden, schmieden. Geil, geil, geil. Maschinadei. Unsere nächste Waffe. Leider bei dieser habe ich auch wieder mein Inventar voll gehabt. Ich musste erst im Turm fliegen, habe da einen kurzen Cut gemacht. Maschinadei 4. Ein Impulsgewehr. Ich mag Impulsgewehre nicht wirklich. Aber wie gesagt, der Wert, auf dem die Waffen droppen, der ist sehr nice. Ist zwar mit sehr viel Arbeit verbunden, weil man viel in Strikes ist und etc. Aber so lernt man natürlich auch das Spiel ein bisschen kennen, wer es nicht kennt. Danach kennt er auf jeden Fall Strikes, Events, Schmelzziegel, wenn ihr da probiert, den Loot zu droppen. Ja, Vers 4 war abgeschlossen, dann kann man natürlich den nächsten holen. Da einmal drauf geschaut, dann sieht man auch, was die wieder verlangen. Also wieder eine konzentrierte Kultur und fortgeschrittenen Verstärker, jeweils von beiden Zweien, also noch mehr Arbeit. Das heißt sammeln, sammeln, sammeln. Dabei wünsche ich aber viel Spaß, denn das war es jetzt von mir. Ich hoffe, ihr wisst nun, was zu tun ist. Ciao, bis zum nächsten Mal bei Was du Raidest TV.